Ein Nilganspaar hat sich für die Aufzucht der Jungtiere ein ganz besonderes Plätzchen ausgesucht. Ob gefährlich oder nicht, das erfahrt ihr nach dem Intro. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Seit langer Zeit kenne ich dieses Regenrückhaltebecken, das allerdings über die Jahre komplett zugewachsen war und seine eigentliche Aufgabe kaum mehr erfüllen konnte. Über die Wintermonate wurde es nun wieder instand gesetzt, sodass sich diese Fläche aufgrund der starken Regenfälle in den vergangenen Monaten endlich wieder zu einem temporären Gewässer entwickelt hat. Kaum mehr als knöchelhoch steht das Wasser. Doch für die Aufzucht ihrer Küken könnten es die Nilgänse nicht besser antreffen. Die Alternativen im Umkreis sind dürftig und wenn, dann meist für Angler gedacht, wo sie aus nachvollziehbaren Gründen nicht gerne gesehen sind. Die nicht ganz fußballplatzgroße Wasserfläche ist durch eine dichte Buschreihe zur Straße geschützt, weshalb die wenigsten Menschen Notiz vom Familienleben dieser hübschen Gänse nehmen. Ich bin jedenfalls gespannt, ob es die 5 Küken durch diese kritische Zeit schaffen, in der sie flugunfähig sind. Natürlich werde ich das Geschehen im Auge behalten und gegebenenfalls berichten. Bleibt abenteuerlustig und gesund. Bis bald.